Luftkurort Galsbach im Hausuckviertel, wo man bei Freunden Urlaub macht. Erlebnisparks, Wander- und Radwege, Sitz des Gesundheitszentrums Zeiles. galsbach.at. Regionalmagazin in Donau-Hausruck. Ihre Zeitung mit viel Sport aus der Region. regional-magazin.at. Top-Veranstaltungen im Luftkurort Galsbach. Dazu sollten Sie sich rechtzeitig, am besten gleich, Ihre Karten besorgen. galsbach.at. Das ist für alle Musikfreunde ein Pflichttermin. Samstag, 9. November, Brucknerhaus Linz. 100 Jahre PT Art Orchester. Dirigent Norbert Heberdinger und seine Gäste Monika Ballwein, Cesar Sampson, Lukas Perman, Stella Jones, Kerstin Thurnheim und viele andere feiern auf 4 Bühnen. Infos unter ptart.at. Dass Anton Bruckners Werke nicht nur in große Konzertsäle passen, wo sie von Orchestern gespielt werden, das zeigt sich am Donnerstag, den 17. Oktober 2024 in Galsbach. Denn mit der Überschrift »Große Musik in kleiner Besetzung« begeistert das Ensemble Quadrifoglio in der Pfarrkirche des Hausuckviertler Luftkurortes sehr viele Musikfreunde. Im Mittelpunkt dieses gut einstündigen Konzertabends steht Anton Bruckners geistliche und weltliche Musik für 4 Stimmen. Und diese 4 Stimmen kommen von 2 Sängerinnen und 2 Sängern, für die dieses Konzert im Rahmen von 200 Jahre Anton Bruckner mehr oder minder ein Heimspiel ist. Silke Kiener, in Ried im Innkreis geboren, ist mit dem Hager Martin Kiener verheiratet. Die beiden Meyers, bei Nora Meyer mit E vor dem R, sie kommt ebenfalls aus Ried, Reinhard Meyer ohne E, er ist ein waschechter Christkirchner, sind im Gegensatz zu den Kieners nur musikalisch miteinander verbunden. Also bei den Kieners ist es durch die Eheschließung begründet. Die hat auch stattgefunden vor unserer Gründung, also die waren schon als Doppel sozusagen dabei. Ja, und dass wir die Nora Meyer gefunden haben, also ich habe jetzt nicht nach einer Meyerschen Sopranistin gesucht, sondern ich habe die Nora gekannt und war sehr, sehr glücklich, als sie mir damals, wie wir das gegründet haben, gesagt hat, dass sie dabei sein will, dass sie gern mitmacht und das eine eh mehr, es sei ihr sehr gegönnt. Die Einladung zu diesem außergewöhnlichen, großartigen Konzertabend kam vom Kulturausschuss der Marktgemeinde Galsbach. Mich freut es, dass wir die Idee haben umsetzen können. Es war ein Gespräch mit dem Walter Doppelbauer vor einem Jahr fast, dass wir gesagt haben, kann man zu Bruckner was machen da in der Kirche? Dann habe ich ehrlich gesagt, war die erste Antwort, schwierig, ne? Was macht man? Also er hat mich gefragt, also quasi, wie kannst du einen Bruckner haben? Naja, no, schwierig, ne? mit Bruckner. Habe ihm eigentlich dann vorerst gesagt, da, ich glaube, das weiß ich nicht, ob das, fällt mir die Idee. Und dann war es eigentlich mein Bruder, der mich dann auf die
Gedanken gebracht hat, dass man eigentlich auch von Bruckner auch zu viert eigentlich relativ viel von den, nicht, natürlich nicht alles, aber von der Vokalmusik sie einiges auch ganz gut eignet, dass man es auch zu viert singen kann. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und was eignet sich, was würde man gern singen. Und dann klingt natürlich, also einfach nur Bruckner jetzt, 5/4 Stunde Bruckner ist nicht keine gute Idee vielleicht. Und aber es gibt natürlich so viele Komponisten, die einem wichtig waren. Und so wie ich es auch gesagt habe, und die, deren Musik ihn auch durchaus geprägt hat, verschieden in verschiedenen Phasen seines Lebens. Und die haben wir dann mit einer geholt in das Programm und glaubt, dann ist eben diese Wanderung durch Bruckners Leben irgendwie ganz gut so gelungen. Der Reinhard Meyer, den kenne ich natürlich schon sehr lange. Bin mit der Frau von ihm in die Schule gegangen und wir haben vor gut einem Jahr in Christkirchen am Sportplatz darüber gesprochen, ob es nicht ein Programm gibt für 200 Jahre Geburtstag von Anton Bruckner. Und dann, da ist eigentlich die Idee geboren und ich glaube, es ist was Tolles draus geworden. Vor allen Dingen war es ja für die zwei Männer ein Heimspiel, aber eigentlich auch für die beiden Damen, weil die stammen wieder geboren in Ried. Das heißt also eine Geschichte, die eigentlich nicht besser hierher passen könnte. Ja, also in Summe sind es wahrscheinlich die vier besten Sänger aus der näheren und weiteren Umgebung. Und der heutige Abend ist was Besonderes, weil er einzigartig war. Also es gibt es kein zweites Mal und wir sind schon sehr stolz, dass wir das nach Goldsbach so hergebracht haben. Vor allen Dingen auch reger Besuch für ein etwas anderes Konzert. Ja, wir wussten, dass es natürlich schwierig ist, also ein Vokalensemble. Es können sich die meisten nichts vorstellen darunter und von daher sind wir mit dem Besuch sehr zufrieden und es gibt auch nur sehr, sehr positive Rückmeldungen. Das Vokalquartett Quadrifoglio beleuchtet auch das musikalische Umfeld, in dem der wohl bedeutendste oberösterreichische Komponist Werke schuf, die in ihrem unvergleichlichen Stil bis heute auf besondere Weise berühren. Also Anton Bruckner hat ganz viel tolle Musik geschrieben und wenn man da irgendwie einen möglichst niederschwelligen Zugang bieten kann, wo viele Leute sich dieser Musik nähern können, ist das für uns eine ganz tolle Sache. Entstanden ist das vierblättrige Kleeblatt, wie Quadrifoglio ins Deutsche übersetzt heißt, eher zufällig. Das ist tatsächlich so, dass wir uns gegenseitig schon sehr, sehr lange kennen, teilweise eben aus dem Studium und teilweise, weil wir schon früher viel miteinander gesungen haben. Und in diesem Fall ist es halt so, dass wir irgendwann einmal gesagt haben, es wäre schön, wenn wir zu viert öfter miteinander singen können. Und dann haben wir dieses Ensemble gegründet und haben gesagt, so, jetzt werden wir schauen, dass wir hin und wieder einfach gemeinsam in dieser Formation auch singen können. Da
dass sich die Pfarrkirche Galsbach, die auch wegen des vom heimischen Künstler Erwin Burgstaller gestalteten Kreuzwegs längst ein Besuchermagnet für Gäste aus dem In- und Ausland ist, für Konzerte bestens eignet, das bestätigt sich auch an diesem Abend. Es hat ganz großen Spaß gemacht, hier zu singen, weil die Kirche eben sowohl akustisch als auch optisch wirklich ein toller Raum ist, wo man sehr, sehr schöne Konzerte veranstalten kann. Durch den Rundbau, der tagsüber natürlich dann heller ist als abends, aber trotzdem sehr, sehr gut nutzbar und von der Akustik sehr hilfreich. Neben Bruckners Vokalwerken präsentiert das Ensemble auch Musik von Hugo Wolf, Johannes Brahms und anderen, aber auch Vokalmusik früherer Jahrhunderte, die Bruckner als Vorlage und Inspiration diente. Dazu lauschen die vielen Besucher auch den gesprochenen Worten über Bruckner, seiner Zeit und Freunden und Kollegen. Am Ende der knapp 90 Minuten gibt's für die Sängerinnen und Sänger von den vielen Musikfreunden viel, viel Applaus. Und den hat sich das vierblättrige Kleeblatt an diesem ganz besonderen Konzertabend auch redlich verdient. In der Kulturmetropole Galsbach gehen die kulturellen Festspiele aber schon demnächst weiter. Ja, wir haben jetzt natürlich noch ständig großes Programm. Am 9. November haben wir einen speziellen Abend, da sind zwei Wissenschaftler im Kursaal, der Martin Moder und der Florian Eigner, beides Bestseller-Autoren. Beide haben bei Science Busters mitgespielt. Ist auch ähnlich wie bei Science Busters, der Urknall war ein Fehler. Vorverkauf läuft sensationell, also muss ich sagen, da rechnet er mit einem fast vollen Kursaal. Am 15. Dezember haben wir dann unseren traditionellen Bummel-Advent, der sowieso immer bestens besucht ist, wo wir um 15 Uhr in der Kirche wieder eine Veranstaltung haben mit einer Lesung mit Ernst Lugmeier und einem Berchtenlauf. Also da wird es auch wieder rund gehen in Galsbach. Und am 24. Jänner haben wir noch einen Mühlviertler Krimi im Kursaal, Rauhnacht, ganz was Spezielles, wo der Stefan Leonhardsberger, der ein bekannter Schauspieler und Entertainer ist, 10 verschiedene Rollen spielt und musikalisch begleitet von einem deutschen Musiker, eine ganz großartige Sache, wo der Vorverkauf auch schon hervorragend läuft. Und ja, das sind halt die nächsten Höhepunkte und ja, wir freuen uns schon drauf.